und wie viel diese 15 Jahre alte Photovoltaikanlage schon an Ertrag gebracht hat, ob es damit in dieser Zeit Probleme gab oder ob das Ganze noch immer so läuft wie am ersten Tag, das in diesem Video. Ich gehe jetzt rein, hier ist die Tonqualität sicherlich nicht so toll, aber schauen wir uns mal an, wie es um die Anlage so aussieht und generell meine Einschätzung dazu, wie lang hält eine Photovoltaikanlage. Doch einfach mal, wie die Anlage zu einer Zeit aussieht. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie der Andi hat seit 15 Jahren schon eine Photovoltaikanlage, hat hier noch gar nichts auf dem Kanal dazu erzählt und was hat es überhaupt mit dieser 250.000 Euro auf sich? Und das sind natürlich alles interessante Fragen, aber dazu muss ich jetzt in die Vergangenheit springen, denn das ist natürlich nicht meine eigene Photovoltaikanlage. Ich habe mir hier an dieser Anlage damals als Aushilfsjob Geld dazu verdient während meines Studiums. Und daher bin ich dort zum ersten Mal in den Kontakt mit einer Photovoltaikanlage gekommen. So lang ist das tatsächlich schon her. Von daher kann ich euch anhand dieses Beispiels jetzt mal einen Überblick geben, wie schlägt sich eine 15 Jahre alte Photovoltaikanlage, gab es Probleme, laufen die Wechselrichter noch oder mussten hier schon Reparaturen durchgeführt werden. Ja, und bevor wir aber noch zur Rendite und generell zu den anderen Anlagenteilen kommen, springen wir noch mal kurz aufs Dach und ich zeige euch hier noch einmal, was damals Stand der Technik war. So, und jetzt schauen wir uns die Anlage mal im Detail ein bisschen an. Denn ja, vor 15 Jahren war das hier, sage ich mal, hochmodern, Stand der Technik. Und damals gab es schon Glas-Glas-Module. Die waren zwar viel kleiner und dafür aber auch rahmenlos. Und das hat einen riesen Vorteil, denn hier staut sich kaum Dreck auf, obwohl diese Reihe hier wirklich sehr flach liegt. Also lassen wir das vielleicht mal 7 Grad sein. Und trotzdem, klar, hier ist ein bisschen Dreck dran, aber wirklich stark verschmutzt ist was anderes. Dafür war es aber von der Montage her viel aufwendiger, denn man musste das Modul hier unten abfangen, damit es, sage ich mal, sich hier nicht herausarbeitet und dann trotzdem nochmal zweimal an den Klemmstellen verklemmen. Und gerade mit diesen mehreren Befestigungspunkten, also es wird dann immer hier bei jedem zweiten Modul gemacht, war das natürlich dann viel aufwendiger, gerade wenn man überlegt, dass ein Modul viel kleiner war. Ja, ansonsten, Anlage läuft einwandfrei und schauen wir mal runter bei den Wechselrichtern. Und jetzt gerade noch, wo ich sage, es läuft einwandfrei und es ist noch nichts kaputt, ich sehe gerade, hier ist tatsächlich ein Modul kaputt gegangen. Und trotzdem läuft die Anlage, das zeigt noch keinerlei Fehler bisher. Aber wir haben tatsächlich sogar noch Ersatzmodule, das heißt, hier könnte man was austauschen. Man kann sagen, dass trotz teilweise ungeschützter Stringkabel auf dem Dach soweit keine Probleme bisher in den letzten 15 Jahren aufgetreten sind. Allerdings jetzt ist es soweit gekommen, ihr habt es gesehen, das Modul ist hier scheinbar gebrochen. Es ist tatsächlich nur das eine. Es ist mir auf dem Rückweg aufgefallen, als ich eigentlich mit dem Drehen fertig war. Und ja, habe danach aber auch nochmal geschaut. Alle anderen Module sehen soweit optisch absolut in Ordnung aus. Es ist dieses eine Modul. Und bei 405 Modulen, die dort insgesamt installiert sind, ist das eine ziemlich gute Quote eigentlich. Aber nochmal zu dem Thema Glas-Glas-Module, denn die sind ja jetzt auch wieder stark im Kommen. Das ist natürlich kein schlechtes Modul. Glas-Glas, auch in diesem Dünnschicht-Modul-Verfahren, ist, sage ich mal, äußerst strapazierfähig. Das einzige Problem ist hier wahrscheinlich die blanke, umlaufende Kante, denn die ist nicht wie bei einem herkömmlichen Modul geschützt. Ja, und dann könnt ihr es euch vielleicht vorstellen, Glas ist in der Regel äußerst strapazierfähig. Allerdings sind die Kanten meistens das Problem. Und ich gehe mal davon aus, dass hier wahrscheinlich entweder vielleicht damals schon oder im Lauf der Zeit ein Hagelkorn genau auf so eine Kante gekracht ist und dass daher dieser Riss entstanden ist. Das wäre jetzt zumindest meine Vermutung. Und ich gehe auch davon aus, dass diese rahmenlosen Module sich wahrscheinlich deshalb im Laufe der Zeit auch weniger durchgesetzt haben, denn allein das Handeln damit, man muss halt viel vorsichtiger sein, macht das Ganze natürlich deutlich komplizierter.
aber vom komplizierten Handling mal zur Optik. Diese Dünnschicht Glas-Glas-Module waren damals schon echt ein optisches Highlight und ich finde auch heute machen die noch tatsächlich einiges her. Jetzt muss man dazu sagen, die Anlage hat eine Kilowatt-Peak-Leistung von rund 36,5. Bedeutet also eigentlich gar nicht so groß. Und wenn man jetzt mal überlegt, ein First Solar-Modul, ich blende euch hier mal das Datenblatt ein, hatte 72,5 Watt. Und das bedeutet, in dieser Anlage sind 405 Module verbaut. Die sind natürlich deutlich kleiner als heutige Module, aber ihr könnt euch vorstellen, was das damals für ein Aufwand war, diese Anlage zu installieren. Und bevor wir uns jetzt die Kosten und den Ertrag anschauen, springen wir nochmal kurz zu den Wechselrichtern und schauen mal an, wie viel Strom diese generiert haben. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wie es um die Wechselrichter steht. Und ja, verzeiht mir, dass ich hier jetzt mal die Logos abgeklebt habe. Es handelt sich hier um SMA-Wechselrichter, darum geht es nicht. Aber ich sag mal, von der Firma waren hier die Logos überklebt. Und deswegen nicht, dass ihr euch wundert. Also hier ist alles in Ordnung. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir, ich schwenke mal gerade hier rüber, einen, zwei und drei Wechselrichter. Hier hinten noch der Rundsteuerempfänger. So, und jetzt wollen wir doch mal schauen, was haben wir hier und womit haben wir es generell bei dieser Wechselrichterkonstellation zu tun. Es ist so, wir haben hier drei SMA 10 kW Wechselrichter. Das Ganze natürlich vor 15 Jahren ein reiner Einspeisewechselrichter. Und das Spezielle hier an dieser Konstellation, aber so wurde das damals gemacht, das Gerät ist einphasig und deswegen gibt es hier drei Stück in gleicher Größe und die bedienen jeweils eine Phase. Und somit wird dann wieder komplett dreiphasig insgesamt eingespeist und somit gibt es hier auch keine Schieflastprobleme. Ja, ansonsten, ich sag mal, ihr habt die Anlage auf dem Dach gesehen. Wir schauen jetzt mal noch, wie viel haben die Geräte gebracht und dann springen wir in die Auswertung. Wie viel hat diese Anlage in diesen 15 Jahren erzeugt? Wie viel hat sie dabei verdient? Denn hier ist das Ganze natürlich eine reine Vollspeiseanlage. Und dann natürlich die Frage, hat sich das Ganze gelohnt? Und gab es bisher Defekte? Dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir mal, was die einzelnen Wechselrichter geliefert haben. Über 480.000 Kilowattstunden hat diese Photovoltaikanlage also bisher generiert. Und damals bei einer Einspeisevergütung von rund 43 Cent für die ersten 30 Kilowatt Peak und für alles weitere darüber knapp 41 Cent, kommen da also schon wirklich große Summen zusammen. Denn die Anlage hat so im Schnitt, ich habe es jetzt runtergerechnet, sind jetzt nicht genau die 15 Jahre, pro Jahr rund 33.000 Kilowattstunden erzeugt. Und das macht bisher eine Rendite von, ja, kann man sagen, ganz grob rund 200.000 Euro. Und jetzt kommt's, Trommelwirbel, die 250.000 Euro, die Viertelmillion, wird diese Anlage also aller Wahrscheinlichkeit nach bis an das Ende der Einspeisevergütung nach den 20 Jahren erreicht haben. Das Ganze jetzt natürlich noch vor Abzug von Steuern und des Investments selber. Und man muss hier dazu sagen, während man solch eine Anlage mittlerweile für wahrscheinlich locker 20.000, 30.000 Euro bauen kann, hat diese Anlage damals mit den Komponenten rund 100.000 Euro gekostet. Das muss man halt ganz klar dazu sagen. Aber wie sieht es jetzt mit der Technik abseits dieses einen defekten Moduls aus? Hat hier alles funktioniert oder mussten auch andere Reparaturen durchgeführt werden? Und hier kann man sagen, die Anlage läuft bisher wirklich problemlos. Die Wechselrichter laufen seit 15 Jahren und es hat auch sonst keinerlei Reparaturen und auch bisher keine einzige Reinigung gegeben. Und hier muss man sagen, ihr habt die Module ja auf dem Dach gesehen. Ich bin der Meinung, hier könnte man theoretisch tatsächlich mal in eine Reinigung investieren. Denn auf die nächsten knapp über 5 Jahre, die die Anlage jetzt noch im EEG-Einspeisetarif laufen kann, würde das sicherlich nochmal einen gewissen Mehrertrag bringen. Auch wenn die Dünnschichtmodule, wie ihr es gesehen habt, jetzt noch nicht so stark verschmutzt sind, durch die teilweise doch flache Neigung, könnte man hier sicherlich nochmal was rausholen. Und ich würde wetten, dass sich eine Reinigung hier auch finanziell rechnen würde. Aber generell kann man hierzu sagen, die Anlage hat bisher also keinerlei weitere Kosten verursacht. Jetzt muss, wie gesagt, dieses eine Modul ausgetauscht werden. Dadurch, dass es am Rand liegt, ist das aber wirklich unkritisch. Ja, und von daher lassen wir das jetzt mal außen vor.
Runtergerechnet ergibt sich auf diese Anlage also eine Amortisationszeit von rund 7 bis 8 Jahren. Und wer bisher noch etwas mit Photovoltaikanlagen gehadert hat, den könnte dieses Beispiel jetzt vielleicht auch mal etwas optimistischer stimmen, denn die Technik hat sich im Laufe der Zeit ja nochmals weiterentwickelt und ist tendenziell nochmal ausgereifter und robuster geworden. Und ob eine Volleinspeiseanlage auch in Zukunft interessant wird, das können wir uns demnächst nochmal anschauen, denn jetzt steht ja in Kürze das Solarpaket 1 hoffentlich in den Startlöchern. Ich bin gespannt, denn das können wir uns auch mal nochmal genau anschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, folgt doch gerne dem Kanal oder lasst dem Video ein Like da und vor allem haut dann auf den Daumen, wenn ihr der Meinung seid, dass wir hier an diesem Standort noch mehr Leistung aufs Dach bringen sollten, denn theoretisch wäre noch Fläche da. Ansonsten folgt mir natürlich gerne für weitere spannende Photovoltaikprojekte und auch Übersichten über alte Anlagen, neue Anlagen und natürlich auch generell das Thema erneuerbare Energien. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich bin Andi und ihr schaut Smarter Energy.